Hallo und herzlich willkommen zu Zuschauerkino zu Godzilla. Mal sehen, was die Leute dazu sagen. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Ich hatte mir mehr darunter vorgestellt. Also, war ganz gut. Aber hätte mir mehr darunter vorgestellt. Warum? Was genau? Mehr Szenen von Godzilla zum Beispiel. Mehr Kampfszenen mit dem Vieh. Kann ich zustimmen, also ich habe den Film auch schon gesehen. Ich finde es sehr schlimm, dass er so aufgeschnitten ist. Haben Sie den Original Godzilla gesehen? Aha, früher als Kind habe ich alle gesehen. Können Sie sich noch irgendwas erinnern, was jetzt vielleicht anders war? Oder war der genau kopiert? Ja, mein Gott, das war vor 20 Jahren, ne? Oder vor 25 Jahren, wo die ersten Godzilla-Filme rauskamen. Er sah schon ganz schön anders aus, ne, als diese komischen Gummifiguren. Aber sonst eigentlich ganz okay. Und der letzte Frage ist nur, wie empfehlen Sie den Film weiter? Er ist sehenswert. Man kann sich den auf jeden Fall mal angucken. Auf jeden Fall. Ja, wie hat Ihnen der Film gefallen? Ich fand ihn gut. Warum? Ja, war spannend. Aber den ersten Godzilla fand ich besser. Sie haben den ersten auf jeden Fall gesehen? Erkennen Sie irgendwelche Unterschiede? Nur so ein bisschen gleich, ne? Dass er sich wieder verzogen hat ins Meer und es war wohl viel, was so ein bisschen passte dazu noch, ne? Zu dem anderen Film, ne? Ja. Glauben Sie, dass Godzilla oder allgemein die Kreaturen, die Mutos, zu oft weggeschnitten worden sind? Oder war es genug Screentime, so wie man das nennt, also genug auf dem Bild zu sehen? Ich fand, es war genug auf dem Bild zu sehen. Also sie waren sehr oft zu sehen. Doch. Und würden Sie den Film weiterempfehlen oder empfehlen Sie den Film jetzt weiter? Ja, doch. Also um einmal noch anzugucken, finde ich das wohl okay. Ja. Und danke, dass ihr dabei wart bei dieser Aufnahme von Godzilla. Hier neben mir sind die letzten Ausgaben von Was Weiß Ich und ihr könnt auch abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder zur nächsten Kritik zu X-Men.